Ja, ich würde sagen, hier ist jetzt volle Hütte. Da ist Gregor Oppenrengs LKW. Unser LKW ist auch da mit Lava. Thomas ist hier mit seinem Sohnemann. Der will eine Runde Bagger fahren. Er hatte gefragt, ob er mal eine Runde Bagger fahren kann. Und ich verteile jetzt hier Schotter. Ich fahre immer von der Fläche auf die Fläche hier. Ich muss mir gerade noch den anderen Laser hier drauf packen. Aber das ist eigentlich nicht der Grund, weshalb ich jetzt hier online gehe. Ich hätte ja gesagt, dass ich vielleicht mit Nadja gleich noch eine Runde quatschen möchte. Und ich hoffe, Nadja ist hier. Ich guck mal gerade. So, jetzt seht ihr mich. Ah, hallo. Da ist sie. Hi. Das ging jetzt schnell, ne? Das ging rucki-zucki, so wie auf der Baustelle hier. Ja, siehst du mal. Sehr schön, danke, dass ich mal mit dir fahren darf. Zwar nicht in echt, ja. Aber... Ich glaube, ich mache die Rappelkiste mal gerade aus. Dann hört man deine tolle Stimme noch besser. So. Okay, soll ich lauter sprechen? Nee, jetzt ist alles super. Jetzt habe ich den Traktor ausgemacht und wir verstehen dich alle. Okay, super. Vielen Dank für das Spenden, für den Wunschsong letztens, das Halleluja, was du gesungen hast. Das war Hammer. Ja. Dankeschön. Gerne doch. Jederzeit. Ja, danke auch, dass du mich heute mal einlädst hier. Du hast ja wirklich viel zu tun. Wie geht's denn dir? Auch mir geht's gut. Doch. Man muss mal so ein bisschen Abstand kriegen und dann geht's wieder weiter. Ne? Das ist, kennt du wahrscheinlich. Ne? Ja, das weiß ich. Manchmal muss man einfach sagen, so jetzt alles mal zu, alle Geräte zu, bei dir wahrscheinlich mal Traktor aus, ne, und dann einfach einfach mal sein eigenes Leben mal kurz wieder führen, ja. Genau, ist also wichtig. Es ist ja auch vieles, was einem zugetragen wird. Ich weiß nicht, wie du damit klarkommst, aber bei mir war irgendwie so ein bisschen das Maß mal voll. Also ich höre mir das ja immer gerne an, aber das sind immer so schlimme Geschichten und manchmal dann wird mir das jetzt auch zu viel, weil das einfach irgendwie so unfassbar traurig ist, was man da immer noch hört, ne, und deshalb muss ich einfach mal so ein bisschen runterschalten und jetzt ist aber wieder gut. Ne? Man fängt sich dann ja wieder. Und ich sag mal, das Wetter ist ja auch so eigenartig. Man ist ja sowieso von der Grundstimmung her nicht so wie im Sommer. Ne? Ja. Ja, also ich muss sagen, bei mir, ich bin ja jetzt nicht immer so viel vor Ort wie du. Ja, also ich mache das Ganze ja aus der Ferne, aber ich bin trotzdem auch so nah an den Menschen dann auch dran. Und wenn die mich dann anrufen, ihre Geschichten erzählen, es ist halt jedes Mal wieder. Kommt noch was Neues dazu, ne? Immer noch eine neue Problematik, das Nächste, was irgendwie bewältigt werden muss und gerade die alten Leute, mit denen habe ich auch viel zu tun, vielleicht zu mir, die mich noch nicht kennen, oder? Soll ich mal kurz? Ja, sag mal bitte. Ja, oder? Das wäre doch jetzt was, ne? Also, stell dich mal bitte vor. Ich stelle mich jetzt mal vor, wie man das so macht. Also ich bin die Nadja, ich habe die Gruppe Einfach machen Patenschaften, wie viele andere auch, die sich jetzt da engagieren. Durch die Hochwasserkatastrophe ins Leben gerufen. Und auf der einen Seite vermittle ich ganz viele Menschen aus Deutschland, die sich bei mir, bei uns vorstellen, die gerne langfristig Betroffenen vor Ort helfen möchten. Vermittle ich dann die Kontakte als Paten. Man kann in der Gruppe, mittlerweile habe ich eine Webseite. Seit ein paar Tagen, ja, www.einfach-machen-patenschaften.de. Da kann man dann die Formulare downloaden, wenn man sich als Pate vorstellen möchte, kann das dann an die entsprechende E-Mail-Adresse, steht alles auf der Webseite. Ich kann das auch mal dann vielleicht noch schreiben, sich dann da bei mir vorstellen und ich bringe dann euch mit Betroffenen zusammen und dann könnt ihr dann immer individuell schauen, was man da miteinander machen kann, wie ihr helfen könnt. Und ich arbeite auch mit einem Verein zusammen. Da habe ich so meine, aber ich habe selber jetzt ja keinen Verein, aber bei dem Verein Herzen berühren habe ich meine eigene Unterrubrik sozusagen. Wenn man Verwendungszweck einfach machen Patenschaften dazu schreibt, dann darf ich mir den Geldern natürlich so verfügen und das an Betroffene überweisen. Oder die Mary vom Verein, die geht auch mal persönlich hin oder wir gehen zusammen und bringen das dann zu den Menschen vor Ort. Also ich war auch schon ein paar Mal da. Ich war natürlich auch schon in Walpertsheim, Maischoss, Dernau. Ich habe mir alles auch mal angeschaut. Ich habe viele Menschen besucht. Aber wie gesagt, mich zieht es auch immer echt runter und ich bin froh, dass ich aus der Ferne so diese Helferin, dass ich viel aus der Ferne auch machen kann und da
mit Menschen aus ganz Deutschland vernetzt bin, die auch unbürokratisch alles an Hilfe ermöglichen, die dann gerade zu dem Zeitpunkt, was jemand braucht, auch sofort da ist. Ja? Also es ist der absolute Wahnsinn, weil wir haben uns ja alle zusammen gesagt, jetzt kennen wir uns auch besser mit dem Helfer-Shuttle. Mit dem Spenden-Shuttle machen wir jetzt gerade eine Charity-CD. Die geht, ich glaube, heute noch. Ich muss noch die Lieder kurz, ich habe eben versucht, die anzuhören, aber ich muss noch mal reinhören. Die geht übermorgen in den Druck und dann gehen die Einnahmen 100% auch für die Betroffenen. Wenn die dann draußen ist, gebe ich natürlich noch mal Bescheid, extra für Kinder mit Schlafliedern von mir und von der Eva Drechsel, Meditationen und so Traumgeschichten, also einfach die Kinder so ein bisschen mitzunehmen in ja, eine schöne Welt und die mit der Musik jetzt auch von mir zu beruhigen, vielleicht auch besser schlafen zu können. Das war so der Hintergedanke bei diesem Ganzen. Ganz, ja, ganz das toll. War jetzt mal so. Die CD kann ich über einen Helfer-Shuttle dann bestellen, über einen Spenden-Shuttle oder wie komme ich da dran? Also wie das jetzt alles funktioniert, das kann ich dir noch gar nicht 100% sagen. Ich erzähle ja jetzt schon einfach mal, ne? Aber ich nehme an, das wird auf jeden Fall eine Online-Plattform geben, auch ganz normal bei Amazon, Spotify, iTunes, überall wird man es auf jeden Fall schon mal downloaden können, das ist schon mal ganz sicher. Und dann, dann wird man die auch, denke ich mal, über den Spenden-Shuttle, muss ich nochmal alles dann abklären, wo dann das genau stattfinden wird, aber das werden wir dann alles in den Medien natürlich publik machen. Und dann, ich bin ja auch bei verschiedenen Weihnachtsveranstaltungen im Ahrtal. Da kann man werde ich die dann auch dabei haben. Dann kann man die auch vor Ort dann erwerben. Und also ich hoffe, dass diese Veranstaltungen stattfinden. Ich weiß ja nicht, ob Corona noch irgendwie einen Strich durch die Rechnung macht, keine Ahnung. Ja, müssen wir mal schauen. Ist schwierig, ne? Wir haben normalerweise bei uns auch Weihnachtsfeiern auf den Reitanlagen, die sind aber jetzt, glaube ich, fast alle abgesagt worden. Ist wieder eine blöde Situation irgendwie, ne? Ja, das wär schade, aber viele haben Plan B. Es geht ja auch viel um Geschenke für die Menschen. Die werden dann trotzdem irgendwie übergeben. Also Corona-konform einfach. Oder vielleicht gehe ich auch online und singe ein paar Lieder. Das wäre eigentlich eine gute Idee, Markus. Also falls es abgesagt wird, machen wir einen... Du, falls ich nicht bei dir sein kann, ne, sitzt du im Traktor oder ich komme und wir sitzen im Traktor und dann machen wir da... Gehen wir oder live und dann mache ich eine Live-Schalte. Und dann können die Leute von zu Hause... vom Wohnzimmer aus. Das wäre doch jetzt spontan, was mir gerade so ins Sinn kommt. Wir können uns ja treffen. Du schickst mir die Noten zu. Ich lass mal unseren Flügel stimmen und dann machen wir einen schönen, weiß nicht. Sind das denn alles deine Lieder oder singst du bekannte Lieder? Hast du die selber komponiert? Nee. Die habe ich alle selber geschrieben. Also in 5 Sprachen. Das ist so, auf der CD sind von mir jetzt 5 Lieder drauf. Aber man kann alle anderen Songs auch auf Amazon kaufen. Da heißt das Album Glaub an die Sterne. Und da kriegt man auch noch ganz viele andere Titel auf Französisch, Spanisch, Englisch, Deutsch und einer ist sogar auf Arabisch. Und auf der Charity-CD sind 4 Deutsche und ein Englischer. Aber alles eigene Kompositionen mit Andreas Hecht, mit dem Gitarristen aus Hamburg, haben wir die mal komponiert. Aber auch alles, ich muss sagen, keine billigen Synthesizer, ne, weil ich finde es wichtig, sondern es war ein Quartett mit echten Streichern, also richtig hochwertig produziert, dass die Kinder auch hören, wie echte Instrumente klingen. Ne? Das finde ich auch super. Finde ich auch wichtig und richtig. Ne? Ja. Also ich habe auch so einen Kronos-Synthesizer, da kann ich ja alles drauf spielen, jedes Instrument, aber das entspricht einfach nicht der Realität. Ne? Und meine Tochter spielt lieber auf dem Flügel als auf diesem Plastikteil. Das ist schon kurios. Also finde ich gut. Ne? Hat sie mehr für sich entdeckt. Ja. Und ja, tolle Sache. Wie gesagt, das Angebot steht. Wenn du eine Location suchst, um ein schönes Konzert zu machen, könnte ich organisieren, dass vielleicht 100 Traktoren, die Weihnachtsbeleuchtung haben, um dich rumstehen oder irgendwas. Wir hatten bei uns letztes Jahr, haben wir so ein kleines Konzert gemacht mit Roland Büttgen, vielleicht kennst du den, der ist Gitarrist bei der Bundeswehr in den, wie heißt die Band nochmal, die Big Band, glaube ich, von der Bundeswehr, ne? Und der hat dann Weihnachtslieder auf seiner Gitarre gespielt, bevor wir mit den ganzen Traktoren losgezogen sind. Das war mega, also richtig klasse. Also Angebot steht, Hotel ist auch in der Nähe, wenn du da Interesse hast, kriegen wir das auf die Reihe, mit Sicherheit. Ja, wir schauen mal. Also am 11. Dezember wäre ja in Dernau und dann sind noch Anfragen in Maischoss und Kreuzberg und so weiter. Wenn das alles stattfindet, bin ich ja sowieso ungefähr 5 oder 6 Mal dann sowieso schon da.
Und wenn das nicht stattfindet, dann machen wir halt vielleicht was anderes. Da bin ich ja auch spontan, ne? Also kann man dann mal was. Na gut, eine Du hast Location, recht. das muss dann schon ein bisschen geplant sein, aber wenn alles andere abgesagt wird, können wir auch nicht in der Location was machen, sondern wahrscheinlich echt nur auf dem Traktor und dann mit einer Anlage, ja. Genau, also bei uns im Hof wäre das möglich, das wäre wohl konform, das war letztes Jahr auch so, aber ja, es ist schwierig, wieder abzuwägen alles. Ah, okay. Du hattest eben von dem Projekt Ja. ja erzählt, was ihr macht. Wie kommt ihr an die Betroffenen dran? Melden die sich bei euch oder habt ihr Scouts, die euch sagen, der und der ist betroffen? Ja. Also das ist ja so, ich kenne ja die ganzen WhatsApp-Gruppen, wo die Betroffenen auch sind. Mittlerweile ist es schon so, die mich kennen, die empfehlen mich dann auch weiter oder fragen, du Nadja, ich kenne da meinen Nachbar, der braucht das und das, darf ich ihm deine Nummer geben? Und dann sage ich meistens, ja, mach bitte, weil Betroffene kriegen einfach meine Nummer. Ist so, weil ich telefoniere dann auch mit denen, frage, wie es ihnen geht, was sie brauchen. Und wenn sie halt irgendwelche Sachspenden oder vielleicht auch mal ein bisschen Geld benötigen, dann wird es sofort erledigt. Und viele kennen die Gruppe, manche trauen sich dann noch nicht so richtig, überhaupt mal nach Hilfe zu fragen. Aber ich sage immer, ey, melde dich einfach, wir können reden und dann versuche ich auch so ein bisschen das Gefühl zu vermitteln, wir sind so wie Freunde, ne? Also wir sind eins und ich bin da und ich habe ja Kontakt mit allen anderen, die helfen und wir versuchen alles möglich zu machen, euch zumindest erstmal auch kleine Geschenke oder kleine Wünsche zu erfüllen. Also man Ja. kann sich, es gibt auch dann so diese Flyer für die Betroffenen, die können sie ausfüllen, was sie brauchen, was sie sich wünschen und es gibt alles auf der Webseite. Ich Ah, schreibe das hört mal sich gut auf, an. oder? Wenn die Admins hier jetzt zuschauen, dann werden die das sowieso da mit reinposten, ne? Also du kannst Ach alles, was so, du am ja, Sarg genau, hast, einfach. wird gleich in den Schritt Ah, kommen. ja. Jetzt hat die Nadja dran, die hat eine CD aufgenommen für den Spendenschein, weil hier steht gerade Thomas, Hi. ein Sohnemann. Und ja, Dein wollt ihr mal runter? Sohn. Dann gehe ich mal Jetzt runter. mal runter. Komm, mach mal Komm, hier. geht mal da hoch. So, und wünschst du das stecken lassen? Der steckt, ihr könnt fahren. So, nee, Thomas hatte gefragt, ob er mit dem Sohnemann mal auf den Trecker kann. Natürlich kann er das machen. Und will jetzt natürlich Ah, kein Kind okay. hier filmen, deshalb gehe ich jetzt mal weg. Ja, wir sind hier gerade an der Stelle, Ja, wo das machen wir. neue Zelt hinkommt, ne? Das neue Helferzelt hier Ja. Okay. vom Shuttle und. Ja, wir sind hier die Erdarbeiten am Machen. Hier ist gerade Lava Ah, okay. gekommen. Die verteile ich jetzt schön auf Mars. Und hier könnte man vielleicht auch ein schönes Konzert spielen. Ne? Lava. Mr. Lava Lava. Ne? Ja. Genau. Ja, gut, es ist ja so, das ganze Ding ist entstanden dass ich einfach diese Hilfe anbiete. Ich freue mich natürlich, dass jetzt auch die Musik ein bisschen mit dazu kommen kann, weil immerhin Musik heilt ja auch, Musik kann Freude bringen. Und ich habe das am Anfang komplett rausgelassen, so meine Arbeit und so, weil ich war wirklich nur auf dieses Helfen fixiert. Und irgendwann haben die Leute gesehen, dass ich Musik mache und singe. Und dann hatte ich auch so ein bisschen den Mut, das zu kombinieren, weil, du weißt ja selber, wie das ist, wenn man da so eigentlich hilft und plötzlich kennen einen die Leute und dann bringt man so seinen Job mit rein, ja, aber das habe ich Nee. jetzt Gott sei Dank abgelegt und ich weiß ja, dass es, ja, Du, das war erstmal so du meine siehst das Hemmschwelle so ein bisschen. völlig falsch. Das, was du kannst, diese Gabe, die du Danke. hast, die gibt uns so viel, wirklich. Die gibt uns mega viel. Wenn es mir schlecht geht oder irgendwas, dann höre ich natürlich Musik und Musik erinnert mich auch an vieles. Ne? Das ganze Leben Ja. ist bei mir stark mit Musik verbunden. Ich muss was Telefon. Also, und ich finde das so super. Wenn du singst, das ist echt Vielleicht der müssen wir uns Hammer. auch den Raum verlassen kurz. Ich geh mal kurz raus mit dir. So, machen wir hier ganz spontan. Fliegender Wechsel. Und wir haben ja immer gesagt, jeder macht das, was er kann, ne, und hilft damit. Natürlich kannst du auf der Ja. einen Art helfen, aber die Gabe, die dir gegeben wurde, also ich finde das mega. Also Musik ist das so wichtig irgendwie für uns alle hier unten. Und da wollte ich dir nochmal danken, Ja. dass du das machst, ne? Dass du deine Gabe mit uns Oh, teilst. danke, Das ist aber finde ich lieb super. von dir. Oh, das freut Ja. mich. Oh. Ja, Ja, ja. ich freue mich ja da auch drüber jetzt. Also jetzt kann ich auch wirklich sagen, ich freue mich da sehr, dass vor allem jetzt, dass wir den Kindern auch so eine Freude machen können. Und dass sich das so ergeben hat auch, ne? Mit dem Dan, wenn, wem habe ich das jetzt? Ich habe das dem Dirk gemein erzählt, ne? Und er so, oh, das ist eine super Idee. Und dann ging das so schnell, ne, wie das halt so ist, gerade in den letzten 4 Monaten. Also viel, was passiert, passiert ja auch von einem Tag auf den anderen. Und schwuppdiwupp
ist jetzt die CD dann bald da. Ist es laut bei dir weiter? Jetzt geht's mal raus. Jetzt fangen die ja alle an zu quatschen. Moment, jetzt gehe ich raus. So. Zum Glück ist sie ja überall irgendwie Verbindung. Ja, hier ist auch Action. Hier wird gerade der LKW vom Bagger rausgezogen. Der kommt nicht mehr hoch hier den Berg. Also hier ist überall Action. Hier wird gerade noch vermessen mit GPS hinter mir. Da kommt Thomas mit so einem Mann, aber den will ich nicht filmen. Und ich stehe jetzt im Regen, aber es tröpfelt nur ein bisschen. Das ist ja das Tolle hier im Ahrtal. Wenn wir alle zusammen an einem Strang ziehen, dann können wir so viel bewirken. Und das merke ich auch hier an dieser Baustelle. Wir sind noch alle am Arbeiten. Wir wollen einfach, dass das hier schnell geht mit dem Umzug und dass alles weiterläuft für die Menschen da unten im Tal. Ja, ich möchte auch mal kurz nochmal die erwähnen, die ich anrufe, wenn irgendwas gebraucht wird für die Betroffenen. Die sind so rasend schnell da. Der Andreas Wienau zum Beispiel oder der Verein Herzen berühren und Fluthilfe mit Herz. Was weiß ich, wie sie alle heißen. Weißt du, die sind immer noch da. Ich weiß von vielen, die jetzt nicht mehr da sind. Das waren auch große Organisationen. Wenn ich jemanden anrufe und frage, fahrt ihr jetzt noch ins Ahrtal? Nee, wir sind jetzt eingestampft, wir hatten Probleme. Viele sind nicht mehr da und die jetzt da sind, der mich sagen, ey, bleibt dran, wir müssen dranbleiben, weil wir noch lange gebraucht werden. Und ich kämpfe auch dafür, dass wir, dass vielleicht auch mal wieder Tankgutscheine gibt für die Leute, weil die Spendengelder, die ich bekomme, teilweise überweise ich das auch an Helfer, die, was weiß ich, die schon 50 Mal gefahren sind und irgendwann zu mir sagen, ey, ich kann bald nicht mehr, aber ich möchte unbedingt. Also kriegen die auch mal was überwiesen, damit, weil es gibt denen so eine Herzensfreude zu helfen. Und wenn es dann am Spritgeld mangelt oder so, ne, dass die dann vielleicht selber nicht mehr gut drauf sind, weil sie nicht mehr helfen können, das soll ja auch nicht sein, ja? Ja, nee, wir brauchen auch Hilfe für Helfer, brauchen wir auch, ne? Das dürfen wir nie vergessen. Ja. Ob es wirklich finanziell ist oder eben auch eine andere Hilfe, sage ich mal. Ne? Viele nehmen vieles mit nach Hause, kommen da auch nicht mit klar. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also, ja. Ich finde das richtig. Ja. Also das definitiv. Also bei mir jetzt auch, wenn jemand Seelsorge braucht, ich bin da auch vernetzt mit den Pfarrern oder auch mit Seelsorgeeinheiten. Da leite ich dann auch immer die Kontakte weiter und ich biete es auch immer an oder ich schicke das einfach auch rüber an Betroffene und die können dann selber entscheiden, ob sie sich da melden oder nicht, weil ich warte nicht, bis sie mich fragen, weil dann ist es ja schon zu spät, weißt du, sondern ich sage hier, ich schicke dir mal einen Kontakt und speichere es einfach ab und wenn du es brauchst, dann ruf einfach mal an, weil alle, mit denen ich rede, die sind jetzt echt durch. Ne? Also die sind wirklich alle ganz schlimm. Ja. Also jeden Tag denke ich, das ist es ist aber auch es ist eine Belastung. Also ich bin ja jetzt seit 4 Monaten hier. Ja. Also ich hatte jetzt auch echt mal einen Durchhänger. Das kenne ich so von mir gar nicht. Normal bin ich immer, das macht mir eigentlich nichts aus, dachte ich immer. Aber irgendwie war jetzt doch mal eine Grenze erreicht. Ne? Und ich kann auch jedem nur sagen, wenn es so schlimm wird, dann lasst euch helfen. Ich lasse mir auch helfen, das sage ich auch immer öffentlich. Ja, ich mache demnächst eine Therapie mit Pferden mal mit. Und es ist zu viel, das kann man nicht alles so verknaspern. Ne? Das ist so. Ja. Also hier ist richtig Action. Nee, das stimmt. Und, ich habe es gerade gehört, ich bin voll zusammengezuckt. Also ich könnte was Besseres liefern, wenn du magst. Also nichts Quietschendes. Ja, wenn du mal vielleicht einen neuen Song anspielen oder ansingen möchtest, sagt man wenn du magst. Einen neuen Song? Den ich letztes Mal eigentlich machen wollte, der ist so, also was von mir vielleicht, oder? Ja, genau. Also vielleicht ein Lied von den Kindern, was ich für die Kinder geschrieben habe, ja? Was auf der CD jetzt ist, oder? Ja, genau, dann mache ich doch mal eins, was auf der CD ist. Also das heißt, eins heißt... Nee, nicht viel. Das heißt, glaub an die Sterne. So, der Thomas hört zu mit seinem Sohn. Wir hören zu, hallihallo. Okay. Ich guck mal gerade einmal um die Ecke. Ich singe jetzt hier mitten auf dem Parkplatz in, ich verrate euch mal, wo ich bin in der Nähe bei Heidelberg. Wer kommt da jetzt? Nur sie, okay. Also, das geht jetzt so. Ein Stern fällt vom Himmel herab auf dein Bett. Er fragt dich, wie geht's dir? Ich find dich sehr nett. Er kuschelt sich an dich und wärmt dich im Traum. Schon morgen fragst du dich, war das nur ein Traum? Glaub an die Sterne, sie leuchten.
leuchten, nur für dich. Glaub an die Sterne, sie sind wie ein Gedicht. Glaub an die Sterne, sie leuchten, nur für dich. Glaub an die Sterne, sie sind wie ein Gedicht. Ich glaube an die Sterne. Also mein Sohn findet es richtig gut. Also du hast gerade drei Männer glücklich gemacht hier. Hammer. Ich kann nicht klatschen, weil ich das Handy in der Hand habe. Ich habe das Kind in der Hand, sonst würde ich auch klatschen. Du musst klatschen. Kein Problem, kein Problem. Ich komme damit mega. Klar. Wahnsinn. Ich werde es mir sofort runterladen, wirklich. Oder hier beim Spendenstattel kaufen. Ja. Die haben die CDs. Thomas macht hier einen CD-Laden auf, ja, wo du nur eine CD kaufen kannst. Sobald es dann genaue Infos gibt und ich die CD in der Hand halte, können wir ja nochmal quatschen. Ne? Verbindung weg? Cool. Machen wir. Ne, jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Mega. Also vielen Dank für dein. Also dann. Na, ich danke dir auch. Dann schönen Abend, gell? Tschüssi. Ach so, dann. Ja, tschüssi. Tschüss. So, okay. Ja, schön, dich auch mal kennenzulernen, ja. Ja, das ist der Thomas, ne? Ja, hallo, ich bin der Thomas. Guten Tag. Also nicht ja, der Marc, die verwechselt man ja schon mal. Okay. Also. Vielen Dank. Bis dann, Jungs, ne? Und dann fahre ich jetzt mal eine Runde mit deinem Sohnemann. Ja, wir fahren jetzt mal eine Runde Traktor. Ja, macht mal. Genau. Und wir hören uns und wir sehen uns und dann. Danke. Ja. Okay, danke. Danke auch. Ja. Tschüss. Bis dann. Ja, ich auch. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.